Sieht so aus, als wenn das, wenn da schon ein bisschen was gebaut wird. Oder sehe ich das falsch? Nein, ich sehe das nicht falsch. Aber ich finde das auch cool. Das hatte ich auch an der Baustelle an der Schiffswerft. Lose rumschwebende Teile, die nicht mal einen Zusammenhang haben. Das nennt sich super praktische Erfindung, sowas. Du bist hier ganz alleine. Wo treibt sich die Rahe andersrum? Da muss ich ihn doch glatt mal auf der Karte spicken. Sag jetzt bitte nicht, du kommst nicht durch die Baustelle durch. Obwohl, der Captain ist auch unfähig. Den wollte ich, glaube ich, auch mit so langsam austauschen. Ich glaube, ich mache mal kurz einen Abflug aus dem Sektor. Dann geht das etwas einfacher. Das hilft vielleicht nach. Ja, ich habe jetzt keinen unqualifizierten Doc, der das Ganze totquatschen könnte. Vor allem habe ich gehofft, dass es ein bisschen schneller geht. Quasi die neue Aufnahme-Session, erste Folge und wir können den Plot weitermachen. Aber nein. Wird wohl nicht ganz etwas. Fliegen wir halt mal nach nebenan. Einfach, weil wir es können. Wahrheit. Die hängen noch im Brennkammer fest. Ach du Schande. Ich hoffe, die gibt jetzt Gas und fliegt zum Konstruktionsschiff und bleibt nicht ewig da an der Stelle hängen. Das fände ich ziemlich uncool. Persönliche Meinung. Ich glaube, das sind hier alle so. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Sollen die wahrscheinlich hier alle springen? Wozu habe ich die eigentlich erst auftanken lassen? Wenn sie jetzt... Ich wieder nicht nachgedacht, die Vollpfosten. Alle frisch getankt. Alle. Sonderangebot. Okay. Kaufen die ja in dem Habitat. Also Nahrungsmittel fehlen denn ja. Was bringt so ein Habitat? Wenn ich hier ein Sonderangebot bekomme, dann muss ich ja doch irgendwas produzieren. Am tollsten fände ich, wenn die aus dem Nichts Nahrungsrationen produzieren würden. Wir bereiten uns auf den Erhalt der Waren vor. Das ist auch einer der neuesten Bugs oder Features, weiß ich nicht. Bereiten uns auf den Erhalt der Waren vor. Dabei sollen die doch ausliefern. Ist mir jetzt schon mal ein paar Mal aufgefallen. Sagt Erhalt, dachte ich mir. Moment, sollten die nicht alle verkaufen gerade? War ich dann auch sehr irritiert. Schau mal wohl. Das war gerade die Überweisung von mir an mich selbst, dass ich das, interessanter Abstand. Habe ich nicht gerade noch eine Nachricht erhalten? Mal sehen, ob uns ausnahmsweise mal der Log hilft. Und ich gesagt habe, dass ich ihn für nutzlos halte. Und man sieht, warum ich ihn für nutzlos halte. Es ist irgendwas passiert und ich weiß nicht was. Ja, Rabatt? Für was?
diese Nachricht, die ich da gefühlt erhalten habe, die steht da nämlich jetzt nicht drin. Schauen wir doch mal. Wenn das jetzt die Nachricht ist, die ich hoffe, dass es ist. Nein. Ist das nicht. Ah, die verkauft den Rest. Was war das für eine Nachricht? Ach, ich habe doch, glaube ich, der Rahanas hier den Verkaufsauftrag gegeben. Das könnte es gewesen sein. Dass sie abgeschlossen hat. Yep. Das war die Nachricht, dass dieses Schiff seine Aufgabe abgeschlossen hat. Gut, okay. Dann weiß ich, wo es herkommt. Kein Stress. Oh. Da kommt eine Taranis angeschossen. Die andere ist schon da. Aber ich fliege jetzt mal weiter. Autsch! Autsch, autsch! Zu dieser Station, wo sie hingesprungen sind. Weil noch braucht wohl die Rahanas ein bisschen. Ein Feature, das noch fehlt, diese ganzen Rahanas umbenennen. Besonders die und die Taranis auch. Es ist mir aufgefallen. Du hast da beim Schiffsverkäufer deine Liste. Okay, beim Modifizieren, wenn du sie reparieren willst. Eine Liste von 5 Schiffen. Da steht nur dummerweise nicht, welches in der Staffel ist. Und ich wusste genau, das in meiner Staffel, das will ich reparieren. Muss ich in den Besitztümern nachgucken, welches ist denn das, das in meiner Staffel ist. Und dann abzählen. Beim Modifizieren. Das hat funktioniert. Das hat sogar richtig funktioniert, wie es sollte. Glücklicherweise. Das war aber auch mehr Glück als Verstand. Hätte nämlich auch sein können, dass die nämlich anders als in der Besitztümerliste sortiert sind. Folgende Schiffe. Und dann wäre das unschön geworden. Soll ich mal bei den Reavern vorbeifliegen? Nein, ich glaube, das lasse ich lieber. Das mache ich erst, wenn ich meine komplette Flotte organisiere. Und dann sortiert habe. Aber ganz ehrlich, mit so einer Flotte auf Fahrt zu gehen, gegen eine etwas größere Flotte, ist echt ein Verlustgeschäft. Da gehen definitiv Schiffe drauf. Meine Erfahrung. Ich habe mit einer Taranis aufgeräumt. Die war dann neben ihr ist eine andere Taranis, deswegen explodiert, nämlich eine von der PMC. Ja, das Ding war gut runter und dann sollte es mich durchs Tor bringen. Dummerweise war da die nächste. Beim Tordurchflug ist das Ding explodiert. Das war eher uncool. Aus meiner Sicht. Ich bin noch rechtzeitig runter, dass ich nicht mit draufgegangen bin. Aber, übertrage Rendezvous-Koordinaten. War ein sehr interessantes Ergebnis. Vor allem, nur eine halbe Sekunde früher hätte mal das Tor auslesen müssen. Also der Trigger fürs Tor für so einen scheiß Pot. Wäre das gar nicht passiert, dann hätte sie es überlebt. Aber nein. So, was macht denn jetzt die andere Taranis hier? Achso, ja, hier in Fahle Felsen. Dämmerwache. Da steht die komplette restliche Flotte. Die machen sozusagen Patrouille am Tor. Sofern man das Patrouille nennen kann. Ja, könntest du vielleicht mal so freundlich sein und die Waren verkaufen? Es wäre sehr zuvorkommend. Jetzt fliegt ihr darüber, um wieder zurückzufliegen. Haha. Ups. Das war eher ein Self-Out. Ich will, dass das weitergeht. Da muss ich nicht so viel drüber quatschen. Das geht mit Doc wunderbar, aber alleine ist das irgendwie unpraktisch. Vor allem, weil ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Ich könnte jetzt über die GEMA lästern, ich könnte jetzt über sonst wen lästern, aber das möchte ich lieber sein lassen.
Ich könnte über die österreichische Verwertungsgesellschaft lästern, noch mehr als über die GEMA. Das mal so auszudrücken. Erreiche flammende Corona. Ja, genau. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. So. Setz dich jetzt da auf dich drauf. Fliege mit. Ich tu mir das jetzt an. Obwohl, ich weiß, was ich mache. Meinen Abstecher zur Schiffswerft. Ah, die sind schon da. Sehr schön. Obwohl. Ja doch, die sind schneller. Dies ist die Albion. Ja, man sollte nicht Doppelklick machen, wenn man seine Kürzel verwenden möchte. Ihr habt das die, auf der ich bin. Hallo Sir, ich freue mich sehr, Ihnen zu Diensten sein zu können. Erdrückend heiße Luft, bitte. Sehr schön. Dabei kann ich ja meine neu erlernten Jumpskills hier mal demonstrieren. Ich finde die Aussicht einfach besser. Musste ich feststellen. Das ist doch mal schon... Ja, jetzt ist ein bisschen das im Weg, aber wenn man mal so ein bisschen rumgucken möchte, ist das deutlich mehr zu sehen. Ich habe ja irgendwo ein Bild im Internet gesehen, der hat gesagt, hier, wo will ich hinspringen? Meint er da vorne, genau auf diese Lampe drauf. Und dann hat er ein Bild gemacht, wie er auf dieser scheiß Lampe steht. Ich habe so eine Vermutung, wie er darauf gekommen ist. Es funktioniert nur, wenn hier unten jemand steht, was bei mir nicht der Fall ist. Und kann das funktionieren, weil dann kommt man auf diese Fässer oder was das auch darstellen soll drauf. Und von da hat man eine Chance, auf die Lampe zu kommen. Aber ich sag's mal so, da braucht man, glaube ich, ein paar mehr FPS, um das zu schaffen. Erfolgreich zu schaffen. Na los, gib Gas. Ja, genau, darauf warte ich auch. Dann können wir nämlich mal schauen, was unsere Produktion von den Schiffen machen. Hust, hust. Das war auch schon mal bei 100. Das Kotzen. Ach, sie ist angekommen. Irgendwie hat sie gerade verschoben. Ja gut, ich weiß zumindest, dass die Randas jetzt da ist, wo sie hin sollte. Das ist doch schon mal etwas wert. Hoffe ich zumindest, dass es etwas wert ist. Nicht, dass ich jetzt dann irgendwie alles verliere. Zuzutrauen wäre es im Spiel. Die da. Nein, die Infos wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Handeln mit. So, die Fusionsreaktoren sind schon mal raus. Sind gerade auf dem Weg. Überlaufende Quelle. Ja, überlaufende Quelle will ich aber noch nicht. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Wir wollen ja nach erdrückend heiße Luft. Aber noch gibt das Schiff ja Gas.
Ja. Hab schon gefragt, wollte gerade fragen, habe ich die Station verpasst? Die sind jetzt so ein bisschen schräg hinter uns. Normalerweise. Aber die Überweisung für die Fusionsreaktoren.